Diese Woche in Vaticano. Wir werfen einen Blick nach Medjugorje, den beliebten Marienwallfahrtsort. Der Heilige Stuhl und die Vereinigten Staaten von Amerika begehen 40 Jahre diplomatische Beziehungen. Und wir feiern noch einen Jahrestag der ganz besonderen Art. Vor 800 Jahren empfing der heilige Franz von Assisi auf dem Berg Laverna die Wundmale Christi. Das und mehr gleich in Vaticano. Hunderte von Kirchenführern aus aller Welt bereiten sich auf die zweite und letzte Sitzung der Bischofssynode zur Synodalität vor. Die Weltsynode ist als dreijähriger weltweiter Prozess angelegt, der das Zuhören und den Dialog in den Fokus stellt. Ein Ansatz, den Papst Franziskus den Bischöfen der katholischen Kirche und Laien aus aller Welt im Oktober 2021 vorgeschlagen hatte. Die zweite Sitzung der 16. ordentlichen Generalversammlung der Weltsynode will die missionarische Perspektive der Kirche vertiefen und die Ortskirche mit dem Ansatz des Zuhörens und der Gemeinschaft vertraut machen. Bei einer Pressekonferenz mit Vatikanjournalisten hat der Generalsekretär der Synode, Kardinal Mario Grech, die Arbeit der Versammlung vorgestellt und erklärt, dass die Synode in erster Linie eine Zeit des Gebets sei, bei der es darum ginge, das Volk Gottes zu hören, was der Heilige Geist der Kirche zu sagen hat. Wenn der Heilige Geist nicht angerufen wird, wenn er nicht präsent ist, dann ist es keine Synode. Dann kann man von einem Kongress sprechen, von einer Versammlung, aber nicht von einer Kirche, die versammelt ist im Namen der Unterscheidung. Der Vatikan hat verschiedene Neuerungen angekündigt, darunter einen Bußgottesdienst mit Erfahrungsberichten und Gebeten um Vergebung von Sünden gegen den Frieden, gegen die Schöpfung und die Familie und den Missbrauchsskandal. Geplant ist auch eine Gebetswache zum Dank für die ökumenischen Früchte des Zweiten Vatikanischen Konzils mit Delegierten aus verschiedenen christlichen Kirchen und Gemeinschaften. Stattfinden wird sie auf der Piazza der beiden christlichen Protomärtyrer im Vatikan, dem Ort, an dem der Apostel Petrus der Überlieferung nach dem Märtyrertod erlitt. Ich denke, die Ökumene hat große Fortschritte gemacht. Denken wir nur an Kardinal Koch und all die wunderbaren Dokumente, die veröffentlicht wurden. Und vielleicht können wir ja zu einer anderen Art des ökumenischen Dialogs übergehen, gemeinsam mehr für den Frieden, die Gerechtigkeit tun. Denn das ist ja schließlich unsere gemeinsame Mission. Es ist eine Bischofssynode der besonderen Art. Zum ersten Mal werden ein Viertel der Teilnehmer keine Bischöfe sein, sondern Laien, Ordensleute und Priester. Zwar geht es im Leitdokument der zweiten Synodensitzung um Themen wie die Beteiligung der Laien und die Rolle, die Frauen in der Kirche spielen können, im Fokus aber steht die Kirche selbst. Die Kardinäle Grech und Hollerich betonen, wie wichtig das Zuhören ist, wenn man in den Pfarreien, den Diözesen, ja in der Kirche selbst eine synodale Gemeinschaft aufbauen will. Wir müssen neue Methoden, neue Wege finden, wie wir wirklich gemeinsam gehen können. Es gibt viel Reichtum in der Kirche. Und wenn wir nicht auf andere hören, wenn wir nicht darauf bedacht sind, niemanden auszuschließen, dann werden wir eine große Chance verpassen. Ziel der Versammlung im Oktober ist es, ein Schlussdokument zu erarbeiten, das dem Heiligen Vater Ende Oktober zur Prüfung vorgelegt wird. Ostern geschieht nicht durch unsere Initiative oder durch den einen oder anderen Kalender. Ostern kommt von Christus. Das hat Papst Franziskus bei einer Audienz mit der Gruppe Pasqua Together 2025 Ostern gemeinsam im Vatikan herausgestellt. Am 20. April 2025 wird die Osterfeier wegen des Zusammenfalls der Kalender für alle Christen an einem gemeinsamen Termin stattfinden. Der Zufall, der sich, wie Papst Franziskus hofft, im nächsten Jahr wiederholen wird. In der Vergangenheit hatten die katholische Kirche und die Ostkirchen in der Regel unterschiedliche Termine für Ostern.
Für Papst Franziskus ist das bevorstehende Osterfest ein wichtiges Zeichen. Der Papst hat sich mit Nachdruck für einen gemeinsamen Ostertermin aller christlicher Kirchen ausgesprochen. Er sei mehr als einmal darum gebeten worden, eine Lösung für diese Frage zu suchen, damit die gemeinsame Feier des Tages der Auferstehung Christi nicht länger eine Ausnahme ist, sondern zur Norm wird. Der Heilige Vater rief dazu auf, an der Suche nach einer möglichen Gemeinschaft festzuhalten. Zugleich mahnte er, dass dies nicht zu neuen Spaltungen unter den Christen führen dürfe. Der Pontifex betonte, wie wichtig es sei, gemeinsam über diese Frage nachzudenken und rief alle dazu auf, diesen Weg gemeinsam zu gehen. Herzlich willkommen zu den Vatikano Updates für diese Woche mit den wichtigsten Nachrichten vom Heiligen Vater und dem Vatikan. Papst Franziskus hat 28 neue Berater für das Vatikanische Dikasterium für die Glaubenslehre ernannt, das für die Überwachung der kirchlichen Lehre und den Umgang mit Missbrauchsfällen zuständig ist. Diese neuen externen Berater, das sind vor allem Experten für Theologie, Kirchenrecht und für die Heilige Schrift, werden die bestehenden Berater unterstützen und die Leitung und Mitglieder des Dikasteriums regelmäßig beraten. Papst Franziskus forderte die Teilnehmer der Konferenz über die soziale Verwendung der von der Mafia beschlagnahmten Vermögenswerte auf, sich nicht nur auf die Wiederherstellung dieser Vermögenswerte zu konzentrieren, sondern auch auf das Wohlergehen der Opfer und der Gemeinschaften zu achten, die durch das organisierte Verbrechen geschädigt wurden. Die Konferenz fand in der Päpstlichen Akademie der Sozialwissenschaften im Vatikan statt. Und der Heilige Vater betonte auch, dass es weder möglich noch tolerierbar sei, den Schaden zu übersehen, der der Würde von Millionen von Männern und Frauen zugefügt wird, die unter den grenzüberschreitenden kriminellen Aktivitäten leiden. Der Vatikan kooperiert mit der italienischen Staatsanwaltschaft bei den Ermittlungen zum Durchsickern von Finanzinformationen im Zusammenhang mit dem großen Finanzprozess gegen den Vatikan im vergangenen Jahr. Italienischen Medien zufolge wird gegen zwei Männer konkret ermittelt, die sich unbefugt Zugang zu einer Datenbank mit verdächtigen Finanzaktivitäten verschafft haben, die von Banken geteilt wird. Diese Datenbank enthält potenziell kompromittierende Informationen über italienische Politiker und Angeklagte, die in den Vatikanprozess verwickelt waren. In einer Ansprache vor der Päpstlichen Akademie der Wissenschaften betonte Papst Franziskus, wie wichtig es sei, die menschliche und ethische Dimension des wissenschaftlichen und technologischen Fortschritts zu berücksichtigen. Er betonte, dass die Wissenschaft immer vorrangig das Wissen nutzen muss, um die Würde des Einzelnen und der Menschheit im Gesamten zu wahren und zu fördern, während er gleichzeitig auch die Vorteile neuer Fortschritte anerkennt. Auf der 68. Tagung der Internationalen Atomenergieorganisation, die IAEO, in Wien hat Erzbischof Paul Richard Gallagher als Vertreter des Heiligen Stuhls die Unterstützung des Vatikans für die Nichtverbreitung von Atomwaffen bekräftigt. Er betonte, wie wichtig es sei, die Sicherheit der Kernkraftwerke zu gewährleisten, insbesondere auch derjenigen, die durch Konflikte wie den Krieg in der Ukraine gefährdet sind. Das waren die wichtigsten Nachrichten aus dem Vatikan für diese Woche. Ich wünsche Ihnen viel Freude mit dem weiteren Programm und grüße Sie ganz herzlich. Für IWTN aus Rom, Ihr Andreas Thonhauser. In Sachen Marienverehrung in Medjugorje liegt nun von vatikanischer Seite die offizielle Zustimmung vor. Im Juni 1981 hatten 6 Kinder aus Medjugorje, einer kleinen Stadt im heutigen Bosnien-Herzegowina, berichtet, dass ihnen die Jungfrau Maria erschienen sei und ihnen als Königin des Friedens Botschaften übermittelt habe. Nachdem der Vatikan mehr als 40 Jahre um eine Stellungnahme zu den mutmaßlichen Marienerscheinungen in Medjugorje gerungen hatte, wurde nun die offizielle Stellungnahme des Vatikanischen Glaubensdikasteriums veröffentlicht. In der Nota mit dem Titel Königin des Friedens wird die Marienverehrung in dem Ort in Bosnien-Herzegowina als authentisch anerkannt. Die von Papst Franziskus am 28. August genehmigte und von Kardinal Victor Manuel Fernandes, Präfekt des Dikasteriums für die Glaubenslehre, unterzeichnete Nota, beendet damit jahrzehntelange innerkirchliche Debatten. Bei der Pressekonferenz im Vatikanischen Presseamt bestätigte der Präfekt des Dikasteriums für die Glaubenslehre die vatikanische Zustimmung zur Verehrung
zur Freude der Millionen von Gläubigen, für die das Heiligtum der Mutter Gottes, der Königin des Friedens, zu einem beliebten Pilgerziel geworden ist. Das Nihil Obstat zeigt an, dass die Gläubigen durch dieses geistliche Angebot einen positiven Ansporn für ihr christliches Leben erhalten können und erlaubt die öffentliche Verehrung. Die Vatikanische Nota erkennt die große Anzahl der geistlichen Früchte an, die mit der Erfahrung von Medjugorje verbunden sind, und stellt fest, dass sich keine negativen oder riskanten Auswirkungen im Volk Gottes verbreitet hätten. Mit der Nota Königin des Friedens hat der Vatikan zwar die Marienverehrung in Medjugorje einerseits offiziell anerkannt, andererseits aber auch den Wert der angeblichen Marienbotschaften relativiert. Wir stufen diese Botschaften nicht als Privatoffenbarungen ein, weil wir nicht die Gewissheit haben, dass es sich um Botschaften der Mutter Gottes handelt, aber wir betrachten sie als erbauliche Texte, die den Anstoß zu einer schönen spirituellen Erfahrung geben können. Die päpstliche Theologische Fakultät Marianum hat dem Vatikan-Dokument eine Konferenz gewidmet. Im Fokus standen die neuen Normen für die Unterscheidung mutmaßlicher, übernatürlicher Phänomene und die besondere Rolle, die die Mutter Gottes im Leben der Gläubigen für den Weg des Heiles spielt. Gott hat sich mit Jesus sichtbar gemacht. Und so setzt auch Maria diese Tätigkeit fort, sich mit den Menschen zu inkulturieren, ihre Sprache zu sprechen, dieselbe Hautfarbe zu haben, dieselbe Kleidung zu tragen, wie die Menschen auf der ganzen Welt. Es gibt Studien, die zeigen, dass sich die Gläubigen die Mutter Gottes mit einem Aussehen vorstellen, das ihren jeweiligen Traditionen entspricht, weil sie sie eben als ihre Mutter sehen. Im März 2010 hatte Papst Benedikt XVI. Eine Kommission eingesetzt, die sich mit dem Phänomen Medjugorje befasste. Er ernannte den italienischen Kardinal Camillo Ruini zum Leiter eines Teams aus Kardinälen, Theologen, Psychologen und anderen Experten. Die Kommission, die den Auftrag hatte, die gemeldeten Marienerscheinungen und ihre Auswirkungen zu untersuchen, markierte einen entscheidenden Moment in der offiziellen Stellungnahme der Kirche zu Medjugorje. Pater Salvatore Maria Perella, damals Leiter der päpstlichen Theologischen Fakultät Marianum in Rom, war eines der 17 Mitglieder dieser internationalen Kommission. Die Kirche hat eine Art Vorurteil gegen Erscheinungen. Sie akzeptiert sie also nicht ohne weiteres. Und deshalb gibt es ja auch diesen Prozess der Unterscheidung. Ein Prozess, der auf das Mittelalter zurückgeht und 1978 in den von Paul VI. Vorgegebenen Richtlinien kodifiziert wurde. Was muss ein Ortsbischof also tun, wenn man ihm von einer Erscheinung berichtet? Er muss abwarten, um zu sehen, ob das, was ihm gemeldet wurde, auch wirklich Substanz hat. Und wenn dem so ist, dann muss er eine Kommission einberufen. 2016 hat die Kommission Papst Franziskus ihren Bericht unterbreitet, in dem der übernatürliche Charakter zumindest der ersten Erscheinungen bestätigt wurde. Es wurden mehrere Vorschläge gemacht, darunter der, Medjugorje unter vatikanische Aufsicht zu stellen und Pilgerreisen zuzulassen, die von der Kirche organisiert werden. Im Jahr 2018 ernannte Papst Franziskus einen Vatikanbeamten, der für die pastoralen Bedürfnisse der vielen Pilger zuständig sein sollte, die das Heiligtum in Medjugorje besuchten. Eine Entscheidung, ob alle Marienbotschaften nun echt sind oder nicht, ist noch nicht gefallen. Von nun an können die Gläubigen jedoch ungehindert nach Medjugorje pilgern, um sich an den geistlichen Früchten, die dort gereift sind, zu erfreuen und die positiven Anregungen für ihr christliches Leben mitzunehmen. Maria ist diejenige, die den Weg ebnet, der uns zu Jesus führt. So hat ja auch der heilige Papst Paul VI. Gesagt, dass wir keine Christen sein können, wenn wir nicht zuerst Marienverehrer sind. Seit Beginn der ersten sogenannten Erscheinungen im Jahr 1981 haben sich mehr als 40 Millionen Pilger aus der ganzen Welt auf den Weg nach Medjugorje gemacht.
Der Papst und der Präsident, zwei Männer, ein Ziel, den Frieden fördern. 1984 war das Jahr, in dem der Vatikan und die USA offizielle diplomatische Beziehungen aufgenommen haben. Johannes Paul II. Hat dabei eine zentrale Rolle gespielt. EWTN-Vatikan-Analyst Francis Rocker berichtet seit 2007 über den Vatikan. Er hat uns mehr über die Beziehungen zwischen den beiden Staaten erzählt. Johannes Paul II. Wurde 1978 gewählt. Ein Jahr später, 1979, hat er seine polnische Heimat besucht. 13 Millionen Menschen sind gekommen, um ihn zu sehen. Und er rief zur politischen Selbstbestimmung auf. Das war der Startschuss für die Solidarność-Bewegung, die erfolgreichste, unabhängige, freie Gewerkschaft im ehemaligen Ostblock. 1980 wurde Ronald Reagan US-Präsident. Und er hat Solidarność unterstützt. Ich denke, das hat sicher dazu beigetragen, diese Annäherung zu fördern, die dann 1984 zur Aufnahme diplomatischer Beziehungen geführt hat. Warum haben diese offiziellen diplomatischen Beziehungen so lange auf sich warten lassen? Dafür gab es zwei Gründe. Der erste ist, dass in den Vereinigten Staaten traditionell eine antikatholische Stimmung herrscht. Die USA sind ein historisch protestantisches Land. Es gab viel Misstrauen gegen den Papst als internationaler Akteur. Und dann war da noch die sozusagen verfassungsrechtliche Frage der Trennung von Kirche und Staat. Beziehungen zum Oberhaupt der katholischen Kirche zu haben, war für viele Menschen etwas, das sie nicht so richtig einordnen konnten. Sie waren der Meinung, dass es sich um eine religiöse Institution und nicht um einen Nationalstaat handelt. 1984 wurde William A. Wilson erster US-Botschafter am Heiligen Stuhl. Der Vatikan ernannte Erzbischof Pio Laghi im Gegenzug zum ersten apostolischen Nuntius in den USA. Aber die Beziehungen zwischen den beiden Staaten sind viel älter. Die Vereinigten Staaten haben schon seit den Anfängen unserer Republik konsularische Beziehungen zum Kirchenstaat unterhalten. Bis es dann 1984 zur Aufnahme formeller diplomatischer Beziehungen gekommen ist. Zur Feier des 40. Jahrestags der Aufnahme offizieller Beziehungen hat der Vatikan eine Gedenkbriefmarke herausgegeben. Die Briefmarke zeigt die Wappen beider Staaten, die durch ein Band mit den päpstlichen Farben Gelb und Weiß sowie den amerikanischen Farben Rot, Weiß, Blau verbunden sind. Wir möchten an unsere Beziehungen mit dem Heiligen Stuhl erinnern und unseren Wunsch bekräftigen, diese Partnerschaft zu stärken und immer weiter auszubauen. Die USA und der Heilige Stuhl arbeiten in vielen globalen Fragen weiter zusammen. Fragen wie dem Schutz von Migranten und Flüchtlingen, interreligiöser Dialog, Umweltschutz und Lösung von Konflikten, besonders in Sachen Ukraine. Für den Vatikanstaat bedeutet diese Zusammenarbeit, dass er sich mit Nachdruck für die Verteidigung der Menschenwürde und der Rechte eines jeden Menschen einsetzt, für den Schutz der Freiheit, die Förderung der Gerechtigkeit und die Verteidigung der Wahrheit. Anliegen, die auch für die USA Priorität haben. Der Schutz der Menschenrechte und der Demokratieprozesse, die Förderung der sozialen Gerechtigkeit. Das sind auch in den USA die Grundlagen für diese Beziehung, die immer stärker wird. Hoch über dem Casentino-Tal hat Pater Massimo Fusarelli, Generalminister der Franziskanerminoriten und 121. Nachfolger des heiligen Franz von Assisi, die Welt mit Reliquien des Blutes aus den Wundmalen des heiligen Franziskus gesegnet. Pilger aus aller Welt sind in die Toskana gekommen, um auf dem Berg Laverna einen besonderen Jahrestag zu feiern.
Hier hat Franz von Assisi 1224, also vor genau 800 Jahren, die Wundmale Christi empfangen. Für die franziskanische Familie, für die ganze Welt ist die Erfahrung der Stigmata von großer Bedeutung. Die Erfahrung der Stigmata hat mit Schmerz zu tun. Einem Schmerz, der durch den Blick auf das Kreuz einen Sinn erhält. Die Schönheit dieses Ortes, La Verna, hat bei dieser Erfahrung des Franz von Assisi eine wichtige Rolle gespielt. Hier an den Felsspalten, wo er zu beten pflegte, konnte er über das Leiden Christi meditieren. Das Evangelium sagt uns, dass die Natur Anteil hat an dem Moment, in dem Christus am Kreuz stirbt. Der Himmel verdunkelt sich, die Erde wird von heftigen Erdbeben erschüttert. Man glaubte also, dass das auch auf diesen Berg zutreffen würde. Franziskus wusste das und stieg auf diesen Berg, um hier an diesen Felsspalten über das Geheimnis des Kreuzes zu meditieren. Franziskus hat seine Erfahrung als Minderbruder mit einigen Gefährten begonnen. Und dann hat er an diesem Ort die Wundmale Christi empfangen. Es war ein sehr wichtiger Moment in seinem Leben. Die Stigmata sind das Ziel und zugleich ein neuer Ausgangspunkt für Franziskus. Der diesjährige Jahrestag wurde mit Mahnwachen, Gebeten und einer Pilgerreise auf den Spuren des heiligen Franz von Assisi begangen. Pilger aus aller Welt haben über die Wundmale meditiert, die Franziskus Christus näher gebracht haben. Es ist wunderbar, heute hier zu sein und die Gelegenheit zu haben, einen so wichtigen Jahrestag zu feiern. Ich bin jeden Tag mit einer neuen Kraft aufgewacht. Etwas, das mir geholfen hat, trotz all meiner Wunden weiterzumachen. Was mir hier gegeben wurde, hat alle meine Erwartungen übertroffen. Wir haben beschlossen, hier unsere Flitterwochen zu verbringen. Franz von Assisi hat ja schon immer eine große Rolle in unserem Leben gespielt. Mein arabischer Nachname Salibi bedeutet so viel wie vom Kreuz. Und das hat diese Pilgerreise für uns zu etwas ganz Besonderem gemacht. Vor allem, weil Marilyn meinen Namen angenommen hat. Ich wollte eigentlich in ein Kloster eintreten. Und ich hatte den Herrn gebeten, den Namen vom Kreuz tragen zu dürfen. Das war mein inniger Wunsch. Ich war aber noch nicht wirklich zum Ordensleben berufen, denn dann habe ich meinen späteren Mann getroffen. Und sein Nachname bedeutet vom Kreuz. Und heute sind wir hier, um unsere Familie zu heilen, um uns selbst zu heilen, um eine heilige Ehe zu führen und weil wir um Heilung für mein Gesicht beten wollen. In der Woche vor unserer Hochzeit hat sich bei Marilyn eine Bell-Lähmung gezeigt, eine halbseitige Gesichtslähmung. Wir beten also für Heilung. Marilyn und Peter haben beschlossen, barfuß hierher zu pilgern, zum Zeichen der Opferbereitschaft des heiligen Franziskus. Jeder leidende Mann, jede leidende Frau, die auf das Kreuz blickt, kann durch die Erfahrung, das Beispiel des heiligen Franz, wieder einen Sinn, ein neues Leben finden. Nicht, weil die Wunden ausgelöscht werden, sondern weil die Wunden einen neuen Sinn bekommen. Uns eine neue Fähigkeit zu lieben verleihen. Auf den Pfaden, auf denen dereinst Franz von Assisi wandelte, werden die Pilger daran erinnert, dass Leiden mehr sein kann als eine Last. Für den heiligen Franziskus symbolisierten die Stigmata nicht nur Schmerz, sondern auch eine tiefe Verbindung mit der Liebe Christi. Nach dieser Erfahrung hat der erste dokumentierte Heilige, der die Wundmale Christi empfing, seinen berühmten Sonnengesang komponiert, eingetaucht in die Schönheit seines Schicksalsberges La Verna.